Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Willkommen zu einem Angespielt von Mount & Blade 2 Bannerlord. Endlich ist es soweit, der Early Access hat für alle gestartet, es kann für uns alle losgehen. Ich möchte jetzt hier nicht nochmal ausführlich erzählen, was Teil des Early Access ist und was nicht, welche Features noch kommen sollen, welche schon da sind und so weiter. Dazu habe ich ein kleines Infovideo gemacht, wenn euch das interessiert, schaut euch das gerne an. Vorweg allerdings nochmal der Hinweis auf meinen Keyshop-Partner GamesPlanet. Das Spiel ist ja doch recht hochpreisig. Wenn ihr das ein bisschen günstiger kaufen wollt, dann schaut dort mal vorbei. Regulär gibt es dort 15% Rabatt und bis zum 13. April gibt es mit meinem Community-Rabattcode Bannerwall nochmal Rabatt, sodass wir am Ende seid ihr bei 22%, 39 Euro kostet es. Informationen und Links findet ihr in der Videobeschreibung und im ersten Kommentar dazu. Es gibt nämlich noch so einen Altkundenrabatt, das werde ich dort auch nochmal erklären. Und wenn ihr den Link nutzt zu GamesPlanet, dann unterstützt ihr diesen Kanal. Vielen Dank schon mal dafür und jetzt starten wir rein. Ich schaue vorher ganz kurz mal in die Option, dass ihr dann Eindruck bekommt. Hier, das sind meine Grafikeinstellungen, nur dass ihr vielleicht einschätzen könnt, Einstellungen im Vergleich zu dem, was ihr nachher sehen werdet. Das sind die Videoeinstellungen, hier sind die Gameplay-Einstellungen. Ich mache das schnell, ihr könnt pausieren, wenn euch das jetzt insbesondere irgendwie interessiert. Im Moment das Spiel nur in Englisch, es wird aber im Laufe des Early Access oder wenn es beendet ist, auch in Deutsch geben. Ja, das sind die Tastaturbelegungen. Es gibt derzeit schon eine Controller-Unterstützung, allerdings ist die noch nicht ganz ausgereift, habe ich das Gefühl. War noch nicht ganz damit zufrieden, deswegen Maus und Keyboard wohl im Moment das Mittel der Wahl. Wir starten eine Kampagne. So, und zu Beginn müssen wir unsere Kultur auswählen. Also natürlich die Kultur unseres Charakters, den wir spielen, und 6 Kulturen stehen zur Auswahl. Die sind so ein bisschen angelegt an historische mittelalterliche Kulturen, wenn man das so sagen kann. Das Ganze ist ja in einer Fantasiewelt, Kalradia. Es gibt dieses kalradische Imperium. Das kann man so ein bisschen vergleichen mit vielleicht Byzanz, mit Ostrom in der Spätphase. Also gewissermaßen irgendwo eine Dekadenz, eine Tendenz zum Untergang, zum Zerfall. Das ist so ein bisschen auch Thema der Sandbox-Situation hier. Also die kann man wählen. Dann gibt es die Vlandianer. Ich weiß nicht, wie sie es in Deutschland nennen. Für mich ist das so vielleicht sozusagen der weströmische Teil, vielleicht so die Franken oder was später das Heilige Römische Reich wird. Also so klassisches europäisches Mittelalter. Also kämpfen mit Speer und Lanzen vom Pferderücken. Wir haben die Batanier, die würde ich so interpretieren als die Kelten- oder gälische Fraktion, die sich gut auskennt im Wald. Ihr seht hier unten auch immer die Boni, die man bekommt. Zweihandschwerter und große Äxte. Dann haben wir hier die Sturger, das sind so die Nordmänner, die Wikinger, die sich im Schnee gut bewegen können. Wir haben die Aserei, das sind die ja, die Wüstenbewohner, die Beduinen, und dann haben wir hier, oder Oasenbewohner natürlich auch, und die Kusaits, das sind sozusagen die Steppennomaden, das Steppenvolk. Ich denke, das kann man so historisch so in etwa zuordnen. Ich will mal für den Start die Batanier nehmen. Und hier sind wir in der Charakterauswahl. Ich möchte gleich vorweg sagen, dieses Angespielt ist jetzt keine Vorbereitung zu einem längeren Let's Play-Projekt. Ich weiß noch nicht, wie viele Folgen das haben wird. Es geht vor allem darum, dass wir gemeinsam das Spiel kennenlernen und dass ihr einen Eindruck davon erhalten werdet. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht großartig rollenspielerisch anlegen, auch wenn ich schon ein paar ganz interessante Ideen habe, was man hier alles machen kann. Aber deswegen werde ich jetzt auch den Charakter nicht besonders liebevoll kreieren. Wir können hier zum Beispiel, also ihr seht, welche Elemente man hier gestalten kann. Wir können hier alles zufällig machen und das klicke ich einfach mal durch und suche mir einen aus. Es gibt natürlich auch Frauen, die man spielen kann. Gefällt mir übrigens sehr, sehr gut, die Charaktererschaffung. Nicht übertrieben, aber trotzdem ja irgendwie sinnvoll. Was nehmen wir denn hier? Ach, nehmen wir so ein... Oh, obwohl, warte mal, wir gehen noch mal ein bisschen weiter. Ich will auch nicht so ein Hünen haben. Ihr seht, ich bin anspruchsvoll. Doch irgendwie, obwohl es eigentlich nur so ein Showcase-Ding ist. Ja, ja. Der war gar nicht so schlecht. Ach, nehmen wir den hier. Der sieht irgendwie ganz lustig aus. Okay, nehmen wir den. Wir können hier auch noch... Ja, wir können hier auch noch die Stimme wählen. Nehmen wir diese und gehen weiter. Und jetzt beginnen wir mit dem Erstellen unserer Hintergrund-
Geschichte. Und zwar, was waren unsere Eltern? Das können wir uns jetzt hier auswählen. Das ist entscheidend, all die verschiedenen Dinge, die jetzt kommen, für die Starteigenschaften, die man hat. Die wählt man also nicht ganz frei, sondern man wählt sie über diese Hintergrundgeschichte. Vielleicht können wir das uns erstmal anschauen. Es gibt hier sozusagen die Kraftkategorie. Also das sind vor allem die Waffenführung, Einhand, Zweihand und Stangenwaffen. Das ist sozusagen aber immer noch eine übergeordnete Wert. Und hier kann man sozusagen einen Fokus drauf legen, wie gut man diese beherrscht und wie schnell man die lernt. Kontrolle, da geht es also um Bogen, Armbrust und Wurfwaffen. Ausdauer seht ihr, Reiten, Athletik und Schmieden. Das ist, wie kann man das nennen? Irgendwie so Schlauheit, Klugheit. Da haben wir also das Scouting, Taktiken und irgendwie Diebeskunst. Wir haben die sozialen Kompetenzen, die Überzeugungskraft, die Führungskraft und der Handel. Und wir haben Intelligenz, also Verwaltung, Medizin und Ingenieurskunst. Ja, ich wähle mal jetzt ihr seht hier, wenn man was wählt, wie sich das jeweils verändert und welche Attribute sich verändern. Also wir können Heiler, Mitglieder der Garde unseres Häuptlings. Ich nehme aber hier mal Forrester. Wir bekommen jetzt hier in Scouting und Tactics bekommen wir hier zusätzliche Werte. Ja, unsere Familie hatte also ein bisschen Land und konnte sich vom Wald, vom Jagen und vom Fallenstellen ernähren. Und dementsprechend haben sie uns auch in den jungen Jahren entsprechend erzogen. Okay, dann können wir sozusagen, das sind wir als Kind, was ich super cool finde, wie wir jetzt so langsam erwachsen werden. Also so sahen wir als Kind aus, die Frisur war schon da. Ja, jetzt können wir uns entscheiden, wofür bekannt waren als Kind. Für unsere Führungskraft, für unsere Anführer da sein. Ich würde mal sagen, wir sind schon als Kind gerne geritten. Machen wir das. So sieht's aus. Das heißt, wir kommen hier beim Reiten entsprechend Level. Und für Medizin. So, als Jugendlicher, was haben wir dort gemacht? Da haben wir gerne wild gejagt. Das finde ich gut. Dementsprechend unsere Bogenfertigkeit steigt und Taktiken. Dann als junger Mann, so sehen wir aus als junger Mann, schon mit unserem Pferd. Was haben wir gemacht in dieser Zeit? Wir sind mit den Scouts geritten, würde ich sagen. Und dann sehen wir so entsprechend aus, bekommen dann nochmal Werte in Reiten und Bogenschießen. Und jetzt sind wir junge Erwachsene. Und was war unsere größte Errungenschaft, die wir erreicht haben? Eine berühmte Eskapade in einer Stadt. Wir haben die Leute gut behandelt. Ich würde mal sagen, wir haben ein ganz gefährliches Tier erlegt. Das heißt, unsere Bogenfähigkeiten sind da nochmal besser geworden. Okay, und jetzt geht es um, so sehen wir jetzt aus. Und das ist, glaube ich, unser Bruder. Das wird nämlich jetzt hier erzählt. Jetzt geht es um die eigentliche Geschichte, die jetzt beginnt. So, unsere Heimat wurde irgendwie geplündert oder sowas durch eine durchziehende Armee. Und wir sind auf die Reisen gegangen zu irgendeiner Stadt in der Nähe. Auf dem Weg dorthin sind wir in ein Gasthaus gekommen, wo es einen Überfall gab. Und unsere Eltern sind erschlagen worden. Und unsere zwei jüngsten Geschwisterkinder sind irgendwie mitgenommen worden. Nur wir und unser Bruder, die haben überlebt. Und das ist jetzt der... Achso, und jetzt müssen wir uns entscheiden, warum wir überlebt haben. Und wir sind abgehauen mit einem schnellen Pferd. Machen wir das als Teil unserer Geschichte. So, jetzt haben sich sozusagen unsere Statistiken jetzt hier entsprechend entwickelt. Und jetzt geht's los. Und ich muss schon mal sagen, das ist schon eine sehr schöne Art und Weise, wie so ein Rollenspiel, Sandbox-Spiel beginnt. Ah ja, okay. Jetzt können wir noch natürlich auch unseren Namen nochmal auswählen. Und hier wird alles zusammengefasst, was wir uns bis jetzt entschieden haben. Auch hier werde ich nicht groß rollenspielerisch mir einen Namen ausdenken, sondern wähle jetzt mal einen, der mir ganz gut gefällt. Ja, ihr merkt, ich bin trotzdem anspruchsvoll. Pelisor. Pelisor klingt komisch. Urien. Wir nehmen Urien.
Okay. So, und jetzt können wir die Spielschwierigkeit einstellen. Und ja, ich nehme mal die höchste, das ist realistisch, aber gleich mit dem Hinweis, dass ich eigentlich nicht die Kompetenzen habe für die höchste Schwierigkeitsstufe, zumindest was den Kampf Mann gegen Mann betrifft, denn der ist dort ziemlich hart. Wobei ich sehe gerade, na gut, hier, also das betrifft nur teilweise den Kampf. Wie wir sehen. Also es betrifft sozusagen auch die Bewegungsgeschwindigkeit auf der Karte, wie schwer es ist, Leute zu rekrutieren, wie schnell unsere eigenen Leute Schaden bekommen, aber auch wie schnell wir Schaden bekommen. Und das ist natürlich für den Kampf relevant. Ja, Tod anschalten machen wir mal, dass sozusagen die Helden auch sterben können. Finde ich ganz gut. Und hier ist es, glaube ich, so, dass die Perks unserer Mitglieder, dass die automatisch vergeben werden, nicht durch uns. Kann man später anders machen. Ich mache es jetzt mal so und jetzt starte ich. So, wir sind jetzt 3 Tage unterwegs, auf der Suche nach diesen Bastarden, die unsere Geschwister entführt haben. Wir sind ihnen wohl nahe, aber wir müssen darüber nachdenken, was passiert, wenn wir sie eigentlich treffen. So, und jetzt. Farrok und Aefin, so heißen sie, alles klar. Und jetzt stellt unser Bruder, der Nia Sen heißt, die Frage: Sind wir denn überhaupt bereit für einen Kampf? Und jetzt kann man mit dem Kampftutorial starten. Und ich mache das mal, auch wenn ich jetzt nicht alles tun werde. Aber es ist wirklich hübsch anzusehen und dann bekommt ihr schon mal einen ganz guten Eindruck. Also, starten wir das. Wir sind jetzt hier im Tutorialgebiet, im Trainingsgelände. Wir lernen jetzt erstmal, wie man sich bewegt und so weiter. Und jetzt können wir in die 3 verschiedenen Bereiche gehen, und zwar in ja, den Nahkampf, in den Kampf hier mit Pferd und in den Fernkampfbereich. Ich beginne mal mit dem Nahkampf. Das ist das, was unser Charakter, und jetzt begründe ich jetzt einfach mal das rollenspielerisch, kaum kann. Und als erstes lernt man, wie das funktioniert, erstmal so die Basisgeschichten. Wir können uns jetzt entscheiden, wollen wir nur mit Schwert kämpfen oder mit Schwert und Schild. Ich empfehle sehr, mit Schwert und Schild zu kämpfen, wenn man nicht wirklich kompetent ist, aktiv zu blocken. Das wird nämlich durch das Schild teilweise automatisiert. So, und jetzt lernen wir erstmal, wie das überhaupt alles funktioniert. Und dazu muss man wissen, die Veteranen von Mount & Blade kennen das natürlich, dass es ein aktives Kampf- und ein aktives Blocksystem hat. Das heißt, je nachdem, wie man sich zum Gegner verhält, ihr seht es durch die Pfeile markiert links, rechts, oben, unten. In die Richtung schlägt man und in die Richtung, und das ist dann das Schwierige, muss man auch verteidigen. Das heißt, man muss darauf achten, wie der Gegner von welcher Seite er angreift. Jetzt brauchen wir aber erstmal nur uns von links verteidigen. Das heißt, quasi einfach nur richtig jetzt einmal stehen und dann passiert das. Das heißt, wir lernen jetzt wirklich nur die Basics. So, jetzt habe ich aus allen Richtungen verteidigt und jetzt soll ich noch von allen Seiten einmal angreifen. Jetzt mache ich das. Ihr seht, wie ich mich bewege und wie die Angriffsrichtung sich verändert. Und ich greife auch nochmal von unten an. So, den Teil des Tutorials haben wir beendet. Jetzt kommt es zum schwierigen Teil. Und jetzt seht ihr gleich, wie das endet, wenn ich wirklich auf dem Schlachtfeld stehe. Also, wir machen das mal wieder mit Schwert und Schild. Man kann natürlich auch hier nur mit Schwert kämpfen oder mit Schild und Speer. So. Und jetzt kann man sich entscheiden, mit welchem Trainer man trainiert. Also man sollte wahrscheinlich erst mit dem Rookie, mit dem einfachen Trainer anfangen und dann mit dem Veteranen. Aber ich vermute mal, dass ich noch nicht mal den Rookie besiegen werde, denn der geht recht so richtig ab. So, in 3 Sekunden geht's los. Ich werde jetzt einfach mal schon mal mein Schild vor mich hinhalten. So, und jetzt seht ihr, der greift jetzt ununterbrochen an und ich muss jetzt irgendwie den richtigen Moment finden. Ja, okay, alles klar. Also man muss schon ein bisschen gut stehen. Ja, wir haben ihn auch mal getroffen. Also wir müssen wirklich. Okay, falsch. Und er ist schneller, ne? Also ich denke mal, wenn ich ein bisschen mehr Skill hätte, vielleicht. Also Skill im Sinne von Skill Points. In echt natürlich auch. Würde ich vielleicht ein bisschen mehr treffen. Ah, wir haben ihn auch mal getroffen, okay. Aber ihr seht, unser Kämpfer ist auch nicht der größte Nahkämpfer. So, hatte ich erwähnt, dass das der Rookie ist? Er achtet natürlich auch, von welcher Seite wir aus angreifen. Okay, und alles, was ich jetzt hier mit dem Schild abwehre, ab und an mal. Ah, ja, okay. Der dritte Treffer, wow. Das müsste man aktiv mit dem Schwert abwehren, wenn man
nur mit Schwert kämpft, was echt heftig schwer ist, wie ich finde. Ja, okay, wir sind gleich tot. Der wird auch nicht müde, der Typ. Okay, das war's. Alles klar. Das gleiche Spiel könnte man jetzt nochmal wiederholen mit dem Speer, aber ich will euch hier nicht müden damit, dass ich hier laufend verliere. Also es bedarf meines Erachtens wirklich einiger Übung, um das zu beherrschen. Ein bisschen, das ist aber nicht ganz so schlimm. Und das ist wirklich das Schöne an Bannerlord. Erstens, man kann natürlich auch mit anderen Waffen kämpfen. Also vom Pferd herunter ist es, wie ich finde, einfacher. Als Fernkämpfer ist es deutlich einfacher. Und vor allem, man kann auch als, ja, als untalentierter Kämpfer, als Feldherr hinter den Truppen stehen und sie dirigieren und eher taktisch spielen. Das ist das Schöne. Aber wir gucken uns trotzdem hier nochmal ein paar andere Sachen an, nämlich die Fernkampfwaffen. Nehmen wir erstmal den Bogen. Das ist ja das, was unser Charakter hier besonders gut kann. So, jetzt gehen wir hier in die Schussposition und jetzt geht es darum, diese 12 Ziele zu treffen in möglichst schneller Abfolge. Man muss ein bisschen, ja, aber nicht, ja, das ist sozusagen dann die Erfahrung, wie weit muss man überzielen, um auf der Entfernung zu treffen. So, da kriegt man ein bisschen Gefühl, aber wir sehen, wir haben eine ganz gute Schussgenauigkeit. Das hängt durchaus vom jeweiligen Skill ab. So, toll, da bin ich natürlich hier voll an der Windmühle hängen geblieben. Und jetzt noch da an der Seite vorbei. Okay, alles klar, 28,8 Sekunden. Natürlich geht das alles noch viel schneller, aber ich will euch ein paar Sachen noch zeigen, nämlich nochmal die Armbrust. Die schießt sich nämlich doch mal deutlich anders. Vor allem muss sie etwas länger nachgeladen werden, aber die hat ein geraderes Schussfeld, ihr seht es hier. Jetzt muss erst nachgeladen werden, das ist der große Nachteil der Armbrust. Aber sie schießt weiter und macht, denke ich, auch mehr Schaden. Unten links seht ihr auch mal eingeblendet, wie viele Schadenspunkte ihr gerade macht. So, und den einen haben wir noch. Okay, alles klar. Wow, das waren auch 28,8. Das ist ja wiederum erstaunlich. Und jetzt haben wir hier noch die Wurfspeere, die wir testen können. Und das machen wir auch. Da muss man deutlich überzielen. Hier vorne natürlich noch nicht, da geht das so. Aber fühlt sich völlig anders an. Das ist wirklich ganz cool gemacht. So, also wenn wir da hinten, da muss man glaube ich schon so zielen, um irgendwie zu treffen. Jawohl. Okay, also unser Mann ist auf jeden Fall deutlich talentierter darin, auf der Entfernung zu treffen. Aber das entspricht ja auch so ein bisschen seiner Hintergrundgeschichte. Jetzt haben wir allerdings mehrfach daneben geworfen. Ja, das kommt ganz gut hin. Ah, jetzt. Na, jetzt scheitere ich hier am letzten Ding. So, komm jetzt aber. Okay, alles klar. So, das war das Fernkampftraining und jetzt will ich euch noch einen kurzen Eindruck verschaffen von dem, ja, von dem berittenen Training. Hier kann man jetzt auch verschiedene Waffen trainieren, nämlich eben berittene Bogenschützen. Einmal mit dem Speer und dem Schild und mit Schwert und Schild. Wir beginnen mal mit dem Bogenschützen. Das ist natürlich jetzt schon weitaus herausfordernder. Also beritten jetzt die Ziele zu treffen. Aber mal schauen. Ja, wir sollten vielleicht ein bisschen schneller reiten. Ihr seht, wir reiten jetzt hier so einen Parcours ab. Das Tempo können wir jetzt gewissermaßen beliebig wählen. Bis zu einem bestimmten Punkt. Je schneller wir sind, umso schwieriger ist es natürlich, die Ziele zu treffen. Das habe ich direkt schon mal nicht getroffen. Ist vielleicht zu weit entfernt gewesen. Jawohl. Hier ist es nicht so schlimm, wie oft ihr... Also hier geht es wirklich um das Tempo. Ihr könnt da tausendmal daneben schießen. Kein Problem. Solange wir nicht Tempo verlieren beim Reiten. Ich weiß gar nicht, kann ich noch schneller? Oder ist das das Maximum? Ich glaube, das ist das Maximum im Moment. Das hängt sich ja auch noch vom... Nee, das hängt vor allem vom Pferd ab, was man reitet, wie schnell es reitet, logischerweise. Oder drüben geht's weiter. Ah. Noch haben wir alles getroffen, was hier möglich ist. Wo ist hier das nächste Ziel? Ah, da kommt es direkt auf uns zu. Okay, scharfe Kurve.
warte. Hier können wir sogar ein bisschen springen, wenn wir wollen. Ihr seht schon an den Ketten, die hier hängen, dass es natürlich noch andere Übungsmöglichkeiten gibt. Nachher mit Lanze und Schwert. Das zeige ich euch auch nochmal kurz. Das ist nämlich auch relativ cool, wie es aussieht. So. Okay, das geht einigermaßen gut. Hier sind wir ganz gut durchgekommen. Hier ist das Ende des Parcours. Alles klar. Ja, dann will ich es jetzt nicht übertreiben. Ich will euch vielleicht nochmal das mit der Lanze zeigen. Das ist schon wieder ein bisschen herausfordernder. Ist ja auch nicht unser Kampfstil hier. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. Der gleiche Parcours, bloß dass hier jetzt, ihr seht es, solche Tonfässer runterhängen und die kann man jetzt treffen und dementsprechend diesen Kampf mit der Lanze üben. Im richtigen Moment muss man dann zustechen. Ja, das geht also gerade so noch. Okay, direkt mal daneben gehauen, ist auch egal. Ich verlasse jetzt mal das Tutorial. Denn ich glaube, wir haben genug gesehen. So, und jetzt befinden wir uns in der Welt von Calradia. Ich kann ja mal schon mal rauszoomen, damit ich euch schon einen ersten Eindruck vermittle. Aber wir dürfen uns hier noch nicht ganz frei bewegen. Wir sind noch im Tutorial, das wir jetzt aber verlassen. Nicht das Tutorial, sondern das Training erstmal. So, unser Bruder meldet sich und sagt, also bevor wir irgendwas tun, irgendwas anderes, wir haben keine Nahrung mehr. Es gibt ein Dorf im Norden, wo wir irgendwie Vorräte kaufen können und Hilfe finden können. Ich wäre der bessere Reiter, deswegen sollte ich die Führung übernehmen. Ja, und das machen wir. Das ist das Dorf, was er meint, Tevea. Und da können wir uns jetzt hin bewegen. Und das ist so, wie wir das aus Mount & Blade kennen. Bloß natürlich schöner, ne? Das ist die Welt und es sieht schon, wie ich finde, richtig gut aus. Und sogar besser, als ich es noch in Erinnerung habe, aus der Gamescom-Präsentation. Das ist schon sehr, sehr atmosphärisch, wie ich finde. Okay, also das Ganze funktioniert wie gehabt. Man kann pausieren hier jederzeit, man kann Ziele definieren, dann geht der Ritt los. Man kann dann mit Space wieder pausieren, man kann schneller laufen lassen und so weiter und so fort. Aber wir reiten jetzt nach Tevea. Ah, das sieht gut aus, Leute. Sogar unser Charakter ist zu erkennen, also so wie wir ihn gestaltet haben, auf der Kampagnenkarte. Das ist schon ziemlich cool. So, normalerweise können wir hier in den Ortschaftsmenüs direkt die Dinge erledigen, aber natürlich möchte uns das Spiel jetzt direkt mal vor Ort herumführen. Und das ist auch wirklich sehenswert, wie ich finde. So, erstmal meldet sich hier unser Bruder Niasen. Okay, wir sind da. Wir brauchen Nahrung und außerdem am besten noch Leute, die uns helfen, Männer. Der Hauptmann hier kann uns wahrscheinlich helfen. Lasst uns ihn finden, ihn suchen. So, und da sind wir jetzt in dem Dorf und ich muss sagen, das ist echt schön. Es ist echt schön, sehr atmosphärisch. Wir können mit Alt uns immer die Punkte anschauen, wo irgendwas hier ist in den Ortschaften, in den Burgen. Im Moment, später wird das mehr sein. Im Moment ist das jetzt nur wegen des Tutorials ein bisschen reduziert. Wobei in den Dörfern auch nicht so viel los ist, muss man dazu sagen, aber in den Städten und Burgen. Aber schaut euch das an. Am Anfang im Moment ähneln sich noch Dörfer und Burgen und Städte, aber in Zukunft wird jedes Dorf, jede Stadt, jede Burg anders aussehen und das fühlt sich richtig gut an. Vor allem so, wenn man hinten in die Landschaft guckt, die Berge da hinten. Also, das finde ich schon beeindruckend. Gut, reiten wir mal zu diesem Hauptmann hin und sprechen mit ihm. Also man kann auf jeden Fall richtig gut eintauchen. Unser Bruder begleitet uns. So, wo haben wir ihn? Da oben wohnt er. Wie kommen wir da am besten hin? Ach, hier ist irgendwie ein Kartoffelbeet, da will ich jetzt nicht rüberreiten. Also hier lang. So, zum Absteigen muss ich irgendwie mein Pferd anvisieren. Jawohl. Okay. Das ist wohl der gute Mann, genau. Sprechen wir mal mit ihm. So, ja, das ist. Sowas passiert im Early Access. Unser Bruder stellt sich natürlich direkt vor uns, sodass wir ihn nicht richtig sehen können. Egal. Lakalion heißt er. Er ist der Hauptmann oder Headmann, wie man das auch mal. Ja, ich denke, es ist Hauptmann gemeint, ne? Oder Anführer des Ortes.
Was führt dich hierher? Wir brauchen Hilfe. Irgendwelche Räuber haben unseren jüngeren Bruder und Schwester gefangen. Sie haben, glaube ich, diese Gegend irgendwie passiert, sind hier durchgekommen. Ach, die haben eure Leute, das tut mir leid, diese Bastards haben auch von uns schon welche getötet und uns ausgeraubt. Ich glaube, sie sind gen Norden gezogen. Ich habe da ein paar Leute gesehen in der Gegend. Ah nee, wir haben hier, ich kenne ein paar Leute in der Gegend, die sich uns anschließen werden, wenn wir sie und ihre Ausrüstung bezahlen werden. Okay, wenn wir unsere Vorbereitungen getan haben, sollen wir nochmal zu ihm kommen und mit ihm reden. Ich habe eine Aufgabe für ihn, wenn wir wirklich diese Räuber irgendwie erledigen wollen. Okay, mehr gibt es jetzt im Dorf erstmal nicht zu erledigen. Wir gehen jetzt raus und können jetzt alle anderen Aktionen hier über das Menü machen. Und zuerst werden wir Truppen rekrutieren hier. Und das ist jetzt quasi questmäßig gegeben, dass wir jetzt diese Leute rekrutieren können. Ich glaube, unser Bruder hat empfohlen, dass wir 4 rekrutieren. Ich werde aber gleich mal alle 6 rekrutieren. Die Rekrutierungskosten seht ihr hier unten. Wenn wir drüber gehen, sehen wir im Übrigen, was deren Kompetenzen sind und wie teuer wie teuer ihr Lohn ist. Wir müssen sie natürlich bezahlen. Sie haben offenbar Stangenwaffen dabei. Das können sie ganz gut. Mit Bogen können sie vielleicht auch gut umgehen. Und sie sind beritten. Das sehen wir auch hier am Pferdesymbol. Das ist schon mal eine gute Sache, wie ich finde. Also wir werden alle uns rekrutieren. So, die sind 300, kostet das. Das erledigen wir. Und wir sehen jetzt, wie der Sold ansteigt für die Truppe. Und wie unsere Geschwindigkeit sich entwickelt. Da sie selber auch beritten sind, reduziert sich die Geschwindigkeit nicht, mit der wir uns über die Kampagnenkarte bewegen. Wir haben 1000 Gold, verlieren jetzt 300. Die Sache ist erstmal erledigt. Wir sehen jetzt hier, insgesamt sind wir 8 Leute. Und wir sehen hier auch, wie viel wir vermutlich an Nahrung brauchen pro Tag. 0,4. Und deshalb sollten wir nämlich jetzt auch Nahrung kaufen. So, und das ist das Handelsmenü. Wir sehen hier links, was also das Dorf anzubieten hat. Und wir sehen Nahrung. Unser Bruder empfiehlt uns, dass wir 2 Säcke Getreide kaufen. Und das machen wir jetzt auch, kostet uns 28. Wir können auch schon mal hier so ein bisschen ins Inventar luschern, was wir hier anhaben. Wir haben so eine Hochlandjacke an, ja, die uns nicht sonderlich schützt, aber immerhin Armor Tier 3, Body Armor 13, das ist doch gar nicht so schlecht. Dann haben wir so ein Hemd an, so ein Hochlandhemd. Das ist allerdings nicht so toll. Ich hoffe, da kriegen wir bald was Besseres. Lederstiefel, das ist unser Pferd, Sumpfpferd oder so. Würde ich das jetzt übersetzen. Dann haben wir hier diesen kleinen Jagdbogen. Wir sehen auch die Waffenstatistiken und wir haben als Zweitwaffe eine kleine Axt. Und wir können uns auch angucken, was Nia Zen hat. Der ist besser ausgerüstet. Der hat hier schon eine richtige Kettenrüstung, die ihn deutlich besser schützt. Handschuhe hat er dabei und so weiter. Scheinbar auch ein besseres, deutlich besseres Pferd als wir. Interessant. Und der hat hier auch irgendwie schon Zaumzeug. Das kann man sich alles mit der Zeit ausstatten, zukaufen. Und das ist ja auch das Großartige an diesem Spiel. Aber das ist jetzt erstmal ein erster Eindruck. Hier gibt es dann wunderbar Filter, die man nutzen kann. Und man kann auch ein ziviles Outfit bestimmen, wie man also aussehen will, wenn man in Städten rumgeht. Das ist auch ganz hübsch. Also, wir kaufen aber erstmal die 2 Säcke Getreide. So. Jetzt haben wir die Sachen erledigt. Jetzt können wir mit dem Hauptmann nochmal sprechen. Denn er hatte uns ja gesagt, dass er eine Aufgabe für uns hat. Genau, wir könnten seine Freundschaft gebrauchen, das ist wohl so. Und man kann diese Gespräche natürlich auch im Dorf dann wieder selbst durchführen. Aber man kann auch, wenn man ungeduldig ist, hier als so eine Art Schnellzugriff auf alle Charaktere des Ortes sofort hier oben zugreifen. Also wer jetzt keinen Bock hat, immer in diesen Orten rumzulaufen, der kann also sehr, sehr schnell spielen, wenn er das möchte. Ich finde das ja sehr immersiv, wenn man dort sich bewegt, aber möglich ist es und das ist ja eine ganz schöne Sache. Gut, also sprechen wir mal mit dem direkt. Und es wird direkt auch dann aber quasi ins Dorf wieder geladen. Also man sieht ihn dann so und das Gespräch findet so wieder statt. So, er ist froh, dass wir gefunden haben, was wir brauchten. Er
was ich erwähnt hatte. Es gibt einen wandernden Doktor, der durch die Gegend kommt von Zeit zu Zeit. Sein Name ist Tacteus. Er behandelt die Leute umsonst. Wir brauchen ihn. Wir sind ihm sehr wohlgesonnen. Und ich habe ihn das letzte Mal vor einigen Tagen gesehen. Er hatte irgendwie eine Art von Kistchen dabei oder von irgendeinem kleinen Schatz oder irgendwas Mysteriösem. Er sagte, es wäre Teil einer Aufgabe, die er hätte und dass er uns nicht mehr sagen würde. Er ist irgendwo auf den Straßen gewesen, nur ein paar Stunden bevor die Räuber hier durchgekommen sind. Ja, er ist auch nicht so ein richtig talentierter, weltgewandter Typ. Er ist eher so ein Typ, der irgendwie in eine Falle stolpert und sich gefangen nehmen lässt. Wir sorgen uns um ihn. Und wenn wir ein Auge auf ihn werfen würden, also wenn wir ihn finden würden, wären wir sehr, sehr dankbar. Ich hoffe, er ist noch am Leben und ihm geht es gut. Und wenn wir ihn retten, dann kann er uns vielleicht ein bisschen was über seine Aufgabe erzählen. So, das ist also eine zusätzliche Quest, die wir bekommen haben. Okay, und jetzt heißt es gegen die Räuber kämpfen. Und in dem Zusammenhang schauen wir uns jetzt mal einfach mal das Questlog an, wo alles, was jetzt hier unsere Aufgaben sind, festgehalten wird. Wir haben als aktive Quest also diesen Händler, diesen Reisenden zu finden und zu retten. Und um das zu schaffen, müssen wir erstmal drei von diesen Räuberbanden erledigen, die hier um das Dorf herum ihr Unwesen treiben. Wir gucken kurz nochmal auch in den Charakterbildschirm rein. Hier sehen wir unseren Charakter. Hier könnten wir auch unseren Bruder sehen, der deutlich talentierter ist. Schaut euch das mal an, was der schon für Werte hat. Also wir haben Level 1, der hat Level 23. Wahnsinn. Und hier haben wir einen Fokuspunkt, den wir jetzt noch verteilen können. Und mit den Fokuspunkten ist das so, wenn ich es richtig verstanden habe. Also wir haben hier erstmal unser eigentlichen Skill. Der ist hier beim Bogenschießen 35, beim Reiten 35, bei den anderen Sachen deutlich geringer. Und dieser Skill schaltet Traits frei. Also wir sind jetzt hier also ein guter Schütze. Unsere Genauigkeit erhöht sich um 10%. Das bei 25 bekommt man dieses Skill-Level. Alles Weitere hier, schaut mal, das wird freigeschaltet hier bei Level 50, hier bei 75, hier bei 100, hier bei 125. Also gibt es diverse Geschichten und jeder einzelne Bereich hat diese Traits. Und das finde ich schon mal sehr beeindruckend und sehr motivierend, zumal man sich sehr stark spezialisieren kann. Also wie gesagt, wenn man Händler werden will, dann sollte man hier Trade machen. Also nicht Trade, sondern Trade. weil nur da wird man dann richtig gute Preise erzielen können und so weiter. Das ist schon richtig, richtig gut, wie ich finde. So, und dieser grüne Bereich zeigt jetzt hier an unser Lernlimit. Also wie weit wir überhaupt kommen können. Und den erweitern wir mit unseren Fokuspunkten. Und hier haben wir also jetzt schon drei raufgelegt. Das heißt, wir können hier vermutlich bis 100 oder so kommen, wenn ich das richtig sehe. 120 oder 125 ist noch nicht drin. Oder nee, bis 120, glaube ich. Ne? Ich bin mir gar nicht so sicher, wo das genau angezeigt wird. Ah, hier, Learning Limit, genau. 120. So, insofern würde man sagen, okay, dann macht es jetzt keinen Sinn, hier noch einen Fokuspunkt draufzulegen, weil das dauert ja noch ein bisschen, ehe wir da sind. Aber es gibt eine Lernrate. Das heißt, je höher dieses Learning Limit ist, umso schneller bekommt man hier Erfahrungspunkte. Und insofern mache ich das einfach. Ich packe jetzt hier noch mit diesen einen Fokuspunkt drauf. Und ihr seht es hier, unsere Lernrate, die wird jetzt noch weiter ansteigen. Außerdem haben wir unser Limit erhöht. Also wir lernen es schneller und wir können mehr lernen. So funktioniert das System und man bekommt mit jedem Levelaufstieg einen Fokuspunkt, den man vergeben kann. Das dazu. Ja, und jetzt werden wir uns mal dran machen, diese Banditen hier zu erlegen, zu stellen. Also, das sind Bergräuber. Wir sehen hier ihre Geschwindigkeit 4,9. Ihr erinnert euch noch, unsere Geschwindigkeit war, glaube ich, was bei 8 oder bei 7,9. Sind also nur zu Fuß unterwegs und das heißt, wir zielen mal darauf, wir müssen erstmal den Ort verlassen. Wir zielen mal darauf, sie zu finden. Und das ist relativ simpel. Wir haben sie gestellt
Und jetzt kommt es zum Kampf. Und man kann später im Tutorial nicht, aber später dann auch entscheiden, ob man den automatisch ausfechten lässt oder ob man selber in den Kampf geht. Und wir machen das mal selber. So, sie werden, da kommen sie, wie sie, seht ihr sie. Und wir müssen jetzt unseren Reitern hier entsprechend Befehle geben. Und der einfachste Befehl ist einfach, Leute, alle auf mein Kommando, charge! Genau, und da geht's los. Und wie ihr seht, theoretisch brauchen wir gar nicht hier großartig irgendwas zu tun. Ich meine, wir können, es ist nicht unpraktisch, den Leuten in den Rücken zu schießen. Es klappt sogar ganz gut. Oh, verdammt, jetzt werfen sie Steine auf uns. Ich halte mal lieber ein bisschen weg. So. Oh, verdammt. Ja, aber wir haben einen erledigt. Das ist gut. Das gibt uns auch Skill Points. Unsere Reiter, die müssen natürlich die immer wieder Anlauf nehmen. Aber das ist schon sehr cool, wie, ja, wie authentisch sich das... Oh, verdammt. Wie authentisch sich dieser Kampf hier anfühlt. Oh ja, wir treffen ganz gut. Okay, damit müsste der Sieg eigentlich schon unser sein, oder? Hervorragend. Das heißt, das gibt uns mal ein bisschen Zeit, uns diese wunderbare Landschaft anzuschauen. Die entspricht im Prinzip immer der Landschaft, in der wir uns befinden auf der Karte. Also es ist wirklich jedes Mal anders, erstaunlich vielfältig. Und was natürlich dann wichtig wird mit der Zeit, dass man diese relativ komplexen Formationsbefehle beherrscht. Bei 6-7 Leuten ist das alles noch relativ simpel, aber ihr seht, was hier alles möglich ist. Also wir können chargen, wir können ihnen sagen, follow me zum Beispiel. So, dann kommen sie jetzt alle ran, um das jetzt mal einmal zu demonstrieren. Und da können wir zum Beispiel auf die Axt wechseln, jetzt würden sie uns alle folgen. Yeah, auf in den Kampf. Ne? Und so weiter und so fort. Und so kann man dann diverse Formationsbefehle geben. Und auch ganz gezielt nur die Infanterie, die Fernkämpfer und so weiter ansteuern, wenn man das denn will. Gut, wir haben aber den Kampf gewonnen. Wir haben noch nicht mal Verluste, keine Verwundungen. Das ist gut gelaufen. Okay. Wie gewohnt bei Mounted Blade können wir jetzt Gefangene nehmen. Leute, die, ja, die wir geschnappt haben, die überlebt haben, können wir gefangen nehmen. In der Regel wird es möglich sein, später die zu überzeugen, wenn man die Kompetenzen dafür hat, dass sie in die eigene Truppe kommen. Oder wir können sie auch als Sklaven verkaufen. Was auch immer man mit ihnen machen will. Man muss sie natürlich nicht nehmen. So, also die beiden nehmen wir mal rein in die Truppe. Und hier haben wir noch Zeug, Loot, was wir finden. Wir sehen hier mal die entsprechende Anzahl. Wir nehmen das mit, können wir später auch verkaufen oder auch ausrüsten. Und ich gucke mal, zum Beispiel, nee, das ist nicht besser. Aber zum Beispiel, das ist tatsächlich besser als das, was wir haben. Ihr seht es, Body Armor 10, Leg Armor 2 und wir haben nur 2-1 dort. Das ist also schon mal eine echte Verbesserung. Wir können das direkt hier aus dem Loot-Menü auch anlegen. Das Ding ist nicht besser. Das brauchen wir nicht. Okay, sehr schön. Dann haben wir die erste Truppe erledigt und wir reiten, wir verfolgen die nächste. Wir sind Gott sei Dank schneller, beziehungsweise sie bleiben sogar stehen. Warum auch immer, jetzt haben wir sie erwischt und wir attackieren sie wieder. Okay, hier haben wir ja sehr schönes Feld. Perfekt für einen berittenen Angriff. Wir können jetzt mal zur Seite reiten. Ob sie jetzt... Oh, sie wenden sich uns mir gegenüber. Na, ich würde mal sagen, dann befehlen wir mal schnell den Angriff. Bevor sie uns... Bevor sie mich hier mit Stein bewerfen. Ja, sehr schön. Okay. Ha! Wunderbar, so ein Charge ist doch herrlich. Und jetzt einfach rein in die Masse. Irgendein treffen wir hoffentlich. Eieiei, okay, wow. Die Steine tun auch ein bisschen weh. Aber Gott sei Dank, unsere Leute machen ihren Job. Das war zu hoch gezielt. Jawohl. Rein in den Rücken, wieder getroffen. Okay, erledigt. Ich glaube, ich habe eines unserer Pferde getroffen, möglicherweise. Wie auch immer, wir haben gewonnen und, wenn ich das richtig gesehen habe, erneut ohne Verluste. Sehr schön. Okay, und erneut können wir Gefangene nehmen.
Und erneut haben wir Loot und wir haben jetzt, glaube ich, oh, jetzt haben wir richtig nette Sachen dabei. Wir haben hier so einen Armschutz, den wir direkt mal anlegen, weil wir bisher noch gar keinen haben. Hat unser Bruder einen Armschutz? Ja, besseren als wir und als das, was wir dort gefunden haben. Ist noch irgendwas Interessantes dabei? Nee, der Rest ist nicht sonderlich. Oder waren da nicht eben noch Stiefel? Ja, diese hier. Aber die sind nicht besser. So, und dann bleibt noch diese Truppe. Und da, wir sehen, das Gelände war ähnlich und dementsprechend ist jetzt auch das Schlachtfeld das ähnliche. Wir haben ja fast auf der gleichen Stelle sie jetzt angegriffen und wir werden einfach wieder einen einfachen Charge starten. Und schauen uns das Spektakel mal von der Seite aus an. Aber wir haben einen schlechten Winkel. Oh. Ja, ich sollte diesen Fehler nicht doppelt begehen, wenn der Charge vorbei ist, mich dort zu präsentieren. Ihr seht aber auch, wie man jetzt als untalentierter Anführer einfach sozusagen in Sicherheit, oh, wir haben ein Level bekommen, weil wir getroffen haben, in Sicherheit bleiben kann. Nicht so wie ich jetzt. So, das war, dürfte es gewesen sein. Ja, der Sieg ist unser. Oder? Ja, jetzt ist es soweit. Okay. Ja, wir haben eine ziemlich blutige Schnauze bekommen von den Steinen, die uns entgegengeworfen wurden. Und wir bekommen Moral und Bekanntheitsgrad. So, wir nehmen wieder zwei Leute gefangen und haben das Zeug hier, das wir irgendwann verkaufen werden. Das ist. Hilft uns jetzt nicht mehr weiter. So, und jetzt haben wir Gefangene befreit, die die mit sich führten. Und wir geben ihnen ein bisschen Wasser im Brot und einer von denen kommt zu uns. So, und das ist der gesuchte Takteos. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ich stehe in eurer Schuld. Diese Briganten hätten uns hier zu Tode gebracht. Ich bin Takteos, ich bin ein Doktor. Ich war auf einer Art von Quest, aber jetzt bin ich der Meinung, ich bin doch nicht so richtig dafür geeignet. Ich war unterwegs mit einer Karawane, als die Räuber hier aus dem Busch kamen. Sie wurden umstellt und sie waren überlegen. Dementsprechend haben wir aufgegeben. Ja, sie haben uns aber irgendwie ausgepeitscht, weil wir ganz schnell unterwegs sein wollten, ohne Wasser und so weiter. Das hätte uns fast erwischt. Ich hatte schon eine Art Hitzeschlag und habe denen das gesagt, aber sie haben mich irgendwie weiter ausgepeitscht. Wären wir nicht um die Ecke gekommen, dann wäre es das wahrscheinlich gewesen. So, und dementsprechend möchte er sich bei uns entsprechend bedanken. Wir suchen nach zwei Kindern, die gefangen genommen wurden. Kann er uns was über die sagen? Das ist die Frage. Ich befürchte, ich habe sie nicht gesehen. Aber nachdem die Karawane angegriffen wurde, hat der Anführer der Bande, derjenige, den man Radagos nannte, der ist irgendwie weggeritten mit dem wertvollen Zeug, inklusive dieses Kästchens, das ich dabei hatte. Er scheint mehr als eine Truppe zu kontrollieren in dieser Gegend. Vielleicht sind die Leute bei ihm. Und da ich nichts mehr habe von Wert, mit dem ich euch bezahlen kann, sage ich euch dies: Wenn ihr es schafft, ihn zu erledigen, dann könnt ihr vielleicht meine kleine Kiste wiederbekommen, oder? Und dort gibt es, das enthält ein wertvolles Ornament, welches von größerem Wert sein könnte, wenn man weiß, wie man es verkauft. Ich habe versucht, mehr über das Ding herauszufinden, aber das ganze Reisen, das geht mir auf den Sack. Ich habe mir vorgenommen, ich werde nicht mehr als 20 Paces, was auch immer das für eine Einheit ist, von einer Quelle mich wegbewegen, solange ich lebe. Jetzt erzählt er uns noch über dieses kleine Ding, was er da hatte. Er hat es von irgendeinem Söldner und der hat geschworen,
es hätte was zu tun mit Neretzes Narrheit. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Neretze war natürlich der Kaiser, der gestorben ist vor ein paar Jahren. Vielleicht könnt ihr die Wahrheit des Dings herausfinden. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mich gerettet habt. Ich hoffe, unsere Pfade werden uns nochmal begegnen. So, und da sind wir und wir haben eine neue Quest bekommen und die sieht so aus, dass wir ja, dass wir das Lager von Radagos Gang finden und ihn besiegen müssen. Und das ist nun auch tatsächlich schon aufgetaucht. Das ist hier direkt in der Nähe in den Bergen. Und wir sehen dort sind 18 Gegner. Das ist ziemlich viel für uns. Normalerweise würde man jetzt irgendwie zurückkehren, versuchen, neue Leute zu rekrutieren. Das ist aber im Tutorial jetzt nicht möglich. Aber man schafft es, sie zu besiegen. Wir versuchen es auf jeden Fall. Wir sind dort angekommen und werden jetzt den Angriff führen. So, an dieser Stelle gab es übrigens einen kleinen Absturz bei mir, aber Gott sei Dank gab es auch ein Autosave, sodass das kein Problem war. Und das ist jetzt questmäßig, glaube ich, so vorgesehen. Oder vielleicht, weil es auch als eine Art Belagerung gilt. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, unsere Leute sind jetzt nicht mehr per Pferd unterwegs. Insofern müssen wir ihnen jetzt auch sagen, dass sie uns mal folgen sollen in diese Schlucht. Denn wir überraschen jetzt diese Banditen in ihrem Lager selbst. Oder hinten ist einer, aber ein Einzelner. Der sollte kein Problem darstellen. Charge bitte. Oh. Alles klar. So, jetzt bitte wieder folgen. Nicht zu schnell. Die sollen hier nicht alleine loslaufen. Ist da unten noch einer? Ich sehe im Moment keinen. Die haben hier offenbar so einzelne Zelte. Ah, da ist einer tatsächlich. Wir versuchen ihn, ja, sehr schön. Okay, jetzt bitte wieder folgen. Immer mit der Ruhe, keinen unkontrollierten Sturm hier auf die Truppen. So, ein schöner Bergbach. Da scheint das nächste Lager zu sein. Aber noch sehe ich keinen Gegner. Also besonders viel Beute hatten die offenbar nicht. Da unten ist ein Lager. Ah, das sind zwei Leute, die uns entgegenkommen. Die sind offenbar. Nee, die kommen uns nicht entgegen. Der läuft da munter irgendwie im Wald rum. Versuchen wir ihn mal in den Rücken zu schießen. Nicht gelungen. Ja, okay. Jetzt trifft er uns natürlich und kommt. So, jetzt bitte Angriff. Und bitte wieder folgen. Kontrolle ist alles. Da ist noch jemand unbedarft. Sitzt der dort gemütlich rum? Aber wir treffen ihn nicht. Unsere Leute werden angegriffen, werden aber auch gleich los, selber los. Stürmen, die stehen nicht einfach dumm rum. Das heißt, wenn der Gegner wirklich nahe kommt, dann laufen sie auch auf den Gegner zu. Aber jetzt wieder ein bisschen zurückkommen, ja? So, da hinten ist noch jemand, der nicht weiß, was ihm gleich blüht. Im besten Falle ein Schuss in den Rücken. Ah, nee. Es gelingt mir nicht. Ich schieße immer zu hoch. Ja, los, komm. Stürzt euch auf ihn. Nicht, dass wir noch einen verlieren. Okay, das wär's. So, und jetzt kommt offenbar der Anführer. Und es kommt zu einer Konfrontation. So, wer kommt hier in meine Gegend und tötet meine Angestellten? Wir haben gehört, dass du unseren kleinen Bruder und unsere Schwester hast. Wo sind sie?
Oh mein Gott, Gott im Himmel. Ich brauche eine bessere Beschreibung. Wir haben hier Dutzende von Leuten hier gefangen. Ja, das sind gute Jagdgründe. Wir haben die meisten von ihnen allerdings in den Süden auf einen Sklavenmarkt geschickt. Wie wär's, wenn, da ihr sozusagen jetzt hier sowieso sinnlos oder nutzlos oder erfolglos sein werdet, wie wär's, wenn ihr eure eigenen Leben jetzt hier rettet? Entweder, dass ich euch zwinge, dass ihr das Blut hier aufleckt mit euren Zungen, oder wir könnten das quasi in einem Kampf einer gegen einer beenden. So, und wir wissen, wie unsere Fähigkeiten in dieser Hinsicht sind. Deswegen würde ich sagen, das lehnen wir mal schön ab. Das ist nicht unsere Stärke. Wir duellieren uns nicht mit Sklavenjägern. Männer, Attacke! So, jetzt schnell weg. Lassen wir mal unsere Männer die Sache erledigen. Und wir schießen von der Seite lieber rein. Möglichst nicht unseren Leuten in den Rücken. Also wie jetzt zum Beispiel. Okay. Gut. Wir haben's. Vermutlich hat unser Bruder hier das meiste geleistet. Jetzt allerdings gab es auch Verluste auf unserer Seite. 3 Leute immerhin, die verwundet sind. Das hält sich ja noch in Grenzen. So, unser Ruhm stieg ein bisschen, unsere Moral auch. Ja, und der Radagos hat allerdings überlebt. Wir sprechen mit ihm weiter. Okay, ich sehe meine Niederlage ein. Da ich jetzt euer Gefangener bin, möchte ich mich vorstellen. Ich bin Radagos. Ihr habt noch nicht meinen Hals durchgeschnitten. Das war sehr weise, denn ich bin mir sicher, ihr werdet herausfinden, dass ich es wert bin. Dass ich lebend wertvoller bin als tot. Ja, du hilfst uns besser, unsere Brüder und unsere Schwester zu finden. Oder du wirst vom Baum irgendwie hängen. Oh, ihr werdet meine Hilfe brauchen, denn ihr werdet sie nicht zurückbekommen, lebend so, denn meine Jungs wissen genau, was sie zu tun haben mit einer Geisel, wenn ich nicht mehr lebe. So, also, lasst uns aufbrechen und erinnert euch daran, wenn ich sterbe oder was auch immer irgendwie passiert, dann passiert Schlimmes mit euren Geschwistern, also lasst das nicht eine zu harte Reise für mich werden. Gut, das ist das Ergebnis dieser Geschichte. Wir nehmen wieder einen Gefangenen und jetzt finden wir das, was dieser Arzt uns erzählt hatte. Irgendwie so ein Bronzestück war in diesem kleinen Kästchen. Man kann überhaupt nicht erkennen, was es sein soll. Es könnte alles sein von einem Becher bis zu einer Krone. Ja, und es hat irgendwas zu tun mit Neretzes Narrheit, was auch immer das ist. So, unser Bruder spricht uns an. Ich habe gehofft, dass wir mehr Beute finden, mehr Schätze. Aber das Geschäft ging wohl doch nicht so gut für Radagos und seine Truppe. Ich habe aber dieses merkwürdig aussehende Metallstück gefunden. Es sieht ehrlich gesagt nicht sehr wertvoll aus, aber es könnte dieses Artefakt sein, von dem Takteos gesprochen hat. Vielleicht können wir es ja doch an einen Adligen verkaufen für irgendwie einen guten Preis. Okay, dann lass uns los. Ja, ich habe eine bessere Idee. Wir hätten eine bessere Chance, wenn wir uns aufteilen. Ich nehme Radagos und versuche, diesen Sklavenmarkt zu finden und einen Weg zu finden, wie wir unsere Geschwister dort befreien. Aber wir müssen aufpassen und dürfen unser Leben nicht in Gefahr bringen. Möglicherweise müssen wir sie auch zurückkaufen, um nicht aufzufallen. So, deswegen, ich werde diese Männer mit mir nehmen. Auf Radagos muss man besonders aufpassen. So, also du möchtest, dass ich das Geld sammle, um die beiden zu kaufen? Ja, genau. Du wirst einen Weg finden, das zu schaffen. Vielleicht hilft dir dieses Bronze-Ding ja dabei. Takteos sagt, dass es wertvoll wäre, in der Hand der richtigen Person. Vielleicht kriegst du das hin und wirst nicht getötet. Wenn er die Wahrheit spricht, dann musst du allerdings vorsichtig sein. Sage nie jemandem, dass du es hast, aber versuche den Wert zu verstehen und wie es verkauft werden kann. Eine weitere Sache noch. Wenn du zu Adligen und anderen wichtigen Leuten sprichst, stelle sicher, dass du dich vorstellst als jemand von weit her, aber von einer erhabenen Familie.
Und deshalb lass uns irgendwie einen Familienname ausdenken. So erkennen wir uns auch wieder. So, was nehmen wir für einen Familiennamen? Das ist jetzt auch einfach mal rumgesponnen. Wir nehmen den Familiennamen Steinson. Oder vielleicht sogar so. Wobei, wir sind keine Nordleute. Nee, wir machen einen anderen. Ich nehme mal Stonewall. Okay. So, und an dieser Stelle gründen wir gewissermaßen unseren eigenen Clan, quasi ein fiktiver Clan in gewisser Weise, und können hier unser Banner aus vielen, vielen möglichen Bannern auswählen. Wir nehmen das mal, was hier ist. Grün und Gold, der Hirsch, das gefällt mir schon ganz gut. Ja, perfekt. So, also, auf die Straße, jetzt geht's los. Sobald ich die beiden finde, dann werde ich kommen und dich wiederum finden und wieder treffen. Und damit sind wir am Ende des Tutorials angekommen. Jetzt haben wir alle Freiheiten, uns hier zu bewegen und ja, die Aufgabe zu lösen. Und unsere erste Aufgabe ist es sozusagen, unseren Clan neu aufzubauen. Das können wir, wie gesagt, machen, wie wir wollen. Wir müssen auf jeden Fall 2000 Dinare haben. Wir sollten mindestens eine Gruppe von 20 Leuten haben und Clan Rang 1 erreichen und einen Kompagnon anheuern. Das ist sozusagen Teil dieser Quest. Und dann sollen wir herausbekommen, was es mit diesem Artefakt auf sich hat, indem wir mit 10 Lords, Noblen, Adligen darüber sprechen. Gut, und an dieser Stelle werden wir erstmal eine Pause machen. Ich werde noch ein bisschen weiterspielen, weil ich denke, man kann noch einige interessante Sachen noch sehen, aber für diese Folge ist es das erstmal gewesen. Ich denke, morgen kommt noch etwas mehr. Mal gucken. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie weit ich das hier treiben werde in diesem Angespielt. Also, bis dahin erst einmal macht's gut, euer Steinwallen.